stand diese Schrift? Ja. Jedenfalls, hallo Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zu diesem Video. Guten Morgen. Ja, also wir, ihr wisst, ihr seht es schon, Omi ist mit am Stissel und ist schon wieder hier am Zusammenbacken. Oma, lass es gleich draußen, ich zieh's gleich ohne an, es sieht ohne besser aus. Wir haben nämlich Bikinis bestellt, sowohl bei Zalando als auch bei Hunkemöller. Wir machen jetzt als erstes die Zalando-Bestellung und die Hunkemöller-Bestellung seht ihr dann in einem der nächsten Videos, damit das nicht durcheinander kommt. Am Ende des Videos zeige ich euch wieder alle Artikelnummer, dass ihr Bescheid wisst. Ich muss ehrlich sagen, es ist für mich schon eine Überwindung, mich im Bikini oder im Badeanzug zu zeigen, gerade in Sachen, die vielleicht nicht so gut passen. Wir müssen jetzt gucken. Ich habe hier zum Beispiel ein Bikini-Oberteil. Oma, zeig mal das Gelbe. Das ist eine XL. Und ich glaube, da kriege ich nicht mal meine Nippel rein. Dann sehen wir, probieren es an. Falls ich es euch nicht zeige, dann hat das Gründe, weil ihr sollt ja nicht alles sehen. Ich würde sagen, wir starten. Das erste Oberteil ist dieses hier. Das ist hier so zum Zusammenhängen und ist so ein bisschen gemacht wie ein Sport-BH. Sitzt auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut, auch hinten. Und da waren Pads drin. Oma, zeigst du die mal? Und die habe ich rausgemacht. Also da muss man nicht irgendwie rausschneiden. Da ist so ein kleines Loch und da kann man die genau. Und da passt allenfalls mein Nippel rein und in meine Brust. Das hier ist jetzt die Schlüpfer von dem gelben Bikini. Aber ich habe übrigens gerade 2 Tassen Kaffee getrunken. Ich bin jetzt noch aufgedunsener als sonst. Passt die jetzt natürlich nicht dazu, aber ich finde die Bikinihose auch sehr, sehr schön und die passt perfekt. Also die sitzt auch sehr gut. Bikini-Oberteil kommt auf jeden Fall mit in die engere Auswahl. Das finde ich echt schön. So schlimm sieht's nicht. Ja, ich zeig's euch, Leute, auch wenn ich mich nie wohlfühle. Das wäre jetzt normalerweise die Kombi. Aber es sieht einfach nicht schön. Also das Oberteil geht definitiv zurück. Das ist jetzt Größe XL. Aber nee, da ist meine Brust, ist da einfach, nee, komplett schön drinne. Freunde, mir kommt der Sache schon aber sowas von nahe. Ich hatte mir letztens ja schon was bei Hunkemöller bestellt und hatte einen khakifarbenen Badeanzug, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher war, der aber 50 Euro kostet. Und bei 50 Euro möchte ich mir sicher sein. Aber der hier, der sieht richtig, richtig geil aus. Hier passen auch die Cups richtig gut. Und der sitzt auch sehr schön, finde ich. Also bei mir ist es, finde ich, immer wichtig, dass ein Badeanzug eng sitzt. Weil den ich mir von Hunkemöller bestellt hatte für 50 Euro, der hatte hier noch Spiel. Und wenn da Wasser reinläuft, wenn du im Wasser bist, dann schlagen Badeanzüge immer solche Beulen. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Also der hier kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Jetzt müsste Omi nur mal gucken, hinten an dem Schild, wie die Firma heißt. Ossiho? Das könnte ich, habe ich noch nie gehört. Nee, das sind Firmen, keine Ahnung, wie gesagt, bei Zalando. Ich zeige euch dann noch, ich gucke dann noch mal, wie sie heißt. Aber der sieht mega cool aus. Also der gefällt mir schon richtig gut. Also da muss jetzt echt was Krasses kommen. Und ich hoffe jetzt natürlich, weil ich die Preise nicht im Kopf habe, dass der nicht so teuer ist. Und was habe ich denn hier für eine Größe? Eine L. Und der passt sehr, sehr gut. So unterschiedlich ist das. Bei Hunkemöller passt mir eine XL nicht. Der von Sifuli und der hat relativ schlechte Bewertungen. Der fühlt sich sehr, sehr gut an, ist aber, ich merke das hier schon beim Anziehen, der ist zu weit. Das ist, hier habe ich das Problem mit dem Wasser. Der sitzt oben nicht gut und das, was ganz viele Leute geschrieben haben bei den Bewertungen, hier sind solche Cups drin, da bin ich eh kein Freund davon, seitdem ich meine Brüste habe machen lassen, dass da irgendwelche vorgeformten Dinger drin sind. Und die verrutschen total und machen eine ganz, ganz furchtbare Brustform. Und wenn mich nicht alles täuscht, kostet der 100 Euro oder 90 Euro um den Dreh. Der fasst sich super an, aber sieht also nicht schön aus. Next One ist auch wieder zu groß, das merke ich schon. Sitzt oben nicht schön, hat wieder, und ihr seht schon, wie furchtbar das aussieht, wieder diese vorgeformten Dingelingelings, wo ich den richtig schön finde und besonders, ich weiß nicht, ob ich euch das, ob ihr das sehen könnt, von hinten. Ansonsten, die Farbe ist schön, aber hier hupen mir ja die Huben raus, das passt einfach nicht. Aber der fasst sich auch sehr, sehr gut an. Oberteil, ihr habt jetzt nochmal, ihr seht nochmal diese Bikinihose, weil ich dazu kein Oberteil, keine Hose bestellt habe zu dem Oberteil. Das ist von Sifuli und ist an sich nicht schlecht. Hat auch wieder diese gerippte Optik, aber das Problem ist hier, das ist zu klein. Man merkt das von der Seite, obwohl so krass ist es gar nicht, aber ich habe das Gefühl, als wenn ich jetzt hier baden gehen würde, ich wäre nur am Rumzuppeln und ich bin der Wassernixe, ich will schwimmen, tauchen.
Und da kann ich ja nicht gebrauchen, dass mein Nippel neben mir her schwimmt. An sich eigentlich ein schönes Oberteil, aber das ist zu klein. Wir hatten jetzt hier noch eine Hose und ein Oberteil, auch wieder von der Firma. Wieder von der Firma mit dem Badeanzug, der mir so gefällt. Eucho oder was auch immer. Das sieht ganz, ganz verboten aus. Das zeige ich euch nicht. Nein, das kann man nicht zeigen. Kann man nicht zeigen, sagt auch der Oma. Wir möchten vielleicht mal rauszoomen. So ist das schon viel besser, ja. Also, nee. So, Freunde, ich zeige euch jetzt noch schnell die Artikelnummer, dass ihr Bescheid wisst. Und würde mich an dieser Stelle schon mal von euch verabschieden und hoffe, ihr schaltet im nächsten Video mit dabei. Also, ich bin auf jeden Fall, ihr schaltet im nächsten Video wieder mit dabei. Ja. Alles klar. Ja. Deutsch ist verloren gegangen beim Anprobieren. Für mich war es auf jeden Fall erfolgreich, weil der Badeanzug von Oschi Dingelingelings mir so gut gefällt. Ich bin jetzt gespannt, was der kostet. Und das Bikini-Oberteil, das Weiße, das ich euch als erstes gezeigt habe, gefällt mir auch gut. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich zeige euch noch die Artikelnummern. Das sind die Artikelnummern. Ich würde euch jetzt auch gern natürlich das Video einmal anhalten. Wir bedanken uns auf jeden Fall bis hierher fürs Zusehen und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Oma, sagst noch Tschüss zu deiner Community. Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen.